Hey Leute, dieser Moment, wenn man extra seinen Speicher um einige Videos löscht, weil man sie auf der Festplatte hat, damit man einen Filter verwenden kann, weil man einfach so müde und fertig aussieht. Da bin ich wieder, diesmal ohne Musik. Ich bin wirklich richtig müde und platt, aber ich wollte jetzt euch noch was erzählen. Ich muss noch Sport machen. Ich habe letzte Woche es komplett schleifen lassen. Ich habe kein einziges Mal Sport gemacht. Ich bin so froh, wenn der Winter endlich vorbei ist. Oh Mann, jetzt habe ich einen Filter vergessen. Aber egal, ihr wisst doch, ich stehe für Realität bei Instagram und so. So fertig sehe ich aus, Mann. Wie kann man nur so fertig aussehen? Ich mache jetzt wieder den Filter dran. Ich mag den Filter, ja, der macht ein bisschen schöner. Jetzt habe ich gerade einen Trick verrissen. Ihr Lieben, was wollte ich euch noch sagen? Ja, meine Fingernägel muss ich immer noch machen. Aber gut, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Das werde ich jetzt nicht mehr erwähnen. Seht ihr das, wenn ihr so Klamotten habt, die ihr noch nie angehabt habt? Ich habe dieses Kleid schon ewig und ich habe es noch kein einziges Mal angezogen. Ich finde das Kleid richtig schön, Leute. Wirklich, ich finde das richtig toll. Ich habe mir das damals gekauft, aber es passt mir nicht. Es ist einfach zu groß. Ich habe es mir zu groß gekauft und gedacht, oh ja, man kann es ein bisschen enger machen oder mit irgendwie mit Klammern oder so zu. Ja, was für ein Deutsch mit Klammern so zu. Also halt mit so irgendwelchen Sicherheitsnadeln oder so. Oh Mann, ich habe da volles Chaos nebendran. Oh Mann, ich sollte da nicht hinfilmen. Auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Ja, ich bin so froh, wenn der Winter wieder vorbei ist. Ich habe wieder so trockene Haut, meine Hände, mein Gesicht. Katastrophe, sage ich euch, Leute. Also was ich sagen wollte, ich finde das Kleid so schön und ich habe es kein einziges Mal angehabt. Und ich habe es bestimmt schon 2 Jahre oder so im Schrank hängen. Oh mein Gott. Und kennt ihr das, wenn ihr, wie soll ich sagen, was wollte ich denn jetzt sagen? Kennt ihr das, wenn, kurz überlegen. Ah, es ist mir jetzt eingefallen, wenn ihr keinen Kleiderbügel mehr im Schrank frei habt, absolut gar keinen mehr. So geht's mir gerade, Leute. Ich habe keinen Kleiderbügel mehr. Ich habe so viele Klamotten, aber ich will trotzdem neu bestellen. Wie sagt man so schön, man hat nicht zu wenig Kleidung, sondern zu wenig Schrank. Das ist wirklich tatsächlich so, Leute. Ich habe zu wenig Schrank, eindeutig. Mein Schrank ist schon 2,30 Meter groß, aber es reicht nicht. Also ich glaube 2,30 Meter lang. Wie hoch er ist, keine Ahnung, aber er ist groß genug eigentlich. Aber so wie es aussieht, doch nicht. Naja, auf jeden Fall, Leute, ich werde mir neue Sachen bestellen bei Amazon und Otto, weil ich brauche wieder neue Klamotten. Wir haben schon 10:30. Ich wollte noch Sport machen. Ich muss noch was am Schreibtisch machen, an meinem PC, beziehungsweise meinem Laptop. Und dann werde ich wahrscheinlich jetzt bald schlafen gehen, weil eigentlich hatte ich vor, um 6 morgen anzufangen. Ich glaube, das wird nichts. Also mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Sonst bleibe ich halt entweder bis 17 Uhr. Also fang quasi um 7 Uhr an und bleibe bis 17 Uhr. Dann habe ich 2 Stunden drin. Oder ich mache die 2 Stunden an einem anderen Tag. Mal gucken. Wollte ich eigentlich den Filter wechseln, aber der Filter lässt sich nicht mehr wechseln. Das bedeutet, das ist mein Stichwort. Oh Gott, hab ich eine riesen Nase mit dem Filter. Mein Stichwort, die Story jetzt zu beenden, ihr Lieben. Ich habe schon alles Wichtige gesagt. Warum auch immer kann ich den Filter gerade nicht mehr wechseln. Ich glaube, ich muss nochmal komplett Instagram beenden. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut, träumt schön. Ich melde mich bestimmt morgen. Wenn mir was einfällt, ich melde mich morgen. Bis dann, ciao. So, jetzt sind wieder gar keine Filter verfügbar, aber das ist mir egal. Ihr wisst Bescheid, die Augenringe sind immer noch da. Ich habe heute sehr viele coole Tipps von vielen coolen jungen Frauen bekommen. Vielen Dank, Mädels. Vielen, vielen lieben Dank. Echt cool. Also eben Tipps, was man gegen Augenringe so machen kann und ich werde es auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Ich habe mir schon das bestellt, also den Geheimtipp, den mir eine Followerin geschrieben hat im Internet bei Amazon. Ich bin ja echt gespannt, ob das klappt, ihr Lieben. Ja, ich sehe halt mega müde aus. Mein Blick, es wird Zeit, wirklich mein Zeug zu machen und dann so schnell wie möglich schlafen zu gehen. Die Augenringe werden halt auch nicht besser, wenn ich jeden Tag so spät schlafen gehe. So, jetzt, ihr Lieben, aber jetzt wirklich. Das wäre ja wirklich nicht ich, wenn ich jetzt gesagt hätte: Oh Gott, ich muss die ganze Zeit filtern, nämlich ich sehe so fertig und müde aus. Ist mir egal. Ich habe so viele Stories schon gemacht. Mit allem Möglichen. Ihr wisst Bescheid. Ciao.